Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot, und ich möchte mich mal wieder zu dem Thema Escape from Tarkov zu Wort melden. Und zwar habe ich das zweite Video jetzt vor einiger Zeit veröffentlicht auf meinem Kanal. Und seitdem ist ein wenig Zeit vergangen. Das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich natürlich dachte, ich kann ein wenig Alpha-Material schon bringen, beziehungsweise etwas zu der Alpha erzählen, weil ja eigentlich die Alpha schon hätte starten sollen, ist jetzt ja leider etwas weiter nach hinten gerückt. Dadurch, dass natürlich noch ein paar Probleme mit der Alpha wohl bestehen, wie wir das im Twitch-Stream auch gesehen haben, der dann letztendlich ja unterbrochen werden musste. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal, bevor jetzt ewig nichts kommt, weiterhin natürlich recherchiert und ein bisschen was zusammengetragen. Und da habe ich einmal den Beitrag von GameSpot.com genommen. Und zwar haben die im Endeffekt die Entwickler nochmal im Interview gehabt und dort wurden doch nochmal ein paar mehr Informationen herausgegeben, als ich, bisher so zusammengetragen hatte. Und ich dachte, ich fasse das für euch nochmal ein bisschen zusammen in diesem Part. Und ein zweites Video dazu wird jetzt auch noch demnächst dann gleich auf meinem Kanal kommen. Und zwar, wo ich euch dann ein wenig was über das Skillsystem erzählen möchte, beziehungsweise euch auch die Feinheiten des Skillsystems, welche Skills es gibt oder geben wird, etc. näher bringen möchte. Wie gesagt, das alles dann in einem zweiten Video. Da sich ja natürlich immer noch einige fragen, was ist Escape from Tarkov, habe ich natürlich jetzt auch einfach mal wieder, genau wie die im Interview, nochmal von vorne angefangen so ein bisschen und das grob zusammengefasst, damit auch die Einsteiger nochmal wissen, worum es überhaupt geht. Die Story von Escape from Tarkov ist auf jeden Fall eine sehr aufwendige Geschichte, die im Endeffekt die Entwickler jetzt wohl auch nicht mal eben so in ein paar Sätze im Interview mal eben rauspacken konnten. Sie haben aber auf jeden Fall dazu gesagt, dass die Story in der heutigen Zeit spielt und es dreht sich halt um den Konflikt zwischen den transnationalen Unternehmen Terra Group und der russischen Regierung. Dieser Konflikt eskalierte im Laufe der Zeit in einem Konflikt zwischen zwei Privatarmeen, den USAC und den Beers. Die Erforschung dieser Konflikte wird das hauptsächliche Ziel sein in Escape from Tarkov. Also warum ist die Stadt in so ein Chaos abgeglitten, warum ist die Infrastruktur zusammengebrochen etc. Wer sind die Verantwortlichen und so weiter. Das sind alles so die Fragen, die uns natürlich selber auch beschäftigen und die wir dann in der Storyline definitiv in Escape from Tarkov lösen werden bzw. herausfinden sollen. Diese Krise breitet sich weltweit aus und Tarkov scheint nur der Anfang zu sein. Man übernimmt halt als Spieler die Kontrolle einer Person, deren Erinnerungen entweder als USAC oder Beer nacherzählt werden. Also das heißt, wir schlüpfen in die Rolle von jemandem, der diese ganze Geschichte oder diesen ganzen Ablauf bereits mitgemacht hat und kriegen alles so ein wenig erzählt, als ob das in der Vergangenheit passiert ist, spielen das aber im Endeffekt live nach. Man beginnt also als Söldner bzw. Agent mit ausgewogenem Kampftraining. Man hat keine vorgeschriebenen Spezialisierungen in Escape from Tarkov, also man bildet seine eigenen Spezialisierungen selbst. Mit Hilfe von Berufen, Wahl der Fähigkeiten, Wahl der Waffen, durch natürlich in-game gesammelte Erfahrung und entwickelt so auch seinen ganz persönlichen Spielstil. Das ist das, was die Entwickler in diesem Spiel auf jeden Fall ganz, ganz, ganz großen Wert drauf legen. Und vor allen Dingen dadurch, dass man halt, wenn man stirbt, alles verliert, was man dabei hatte und gesammelt hat, lässt gerade hier das Lernen von Lektionen zu, sodass auch sehr offensive Spieler zum Beispiel, und so überdenken auch diese vielleicht nochmal ihren Spielstil. Fähigkeiten bleiben aber erhalten und es gibt auch die Möglichkeit, spezielle Sachen oder Waffen und Equipment, auf die man besonderen Wert legt, in einem Lager zu speichern bzw. zu saven. Eine kleine geile Info, die ich jetzt auch noch erst bewusst wahrgenommen habe, und zwar sagen die Entwickler, dass es in-game nur Dinge gibt, also nur Equipment, nur Waffen, die es auch im echten Leben gibt, also die es in Wirklichkeit gibt, die hergestellt wurden. Es gibt keinerlei Fantasiegegenstände oder ähnliches. Ich finde das auf jeden Fall sehr geil, weil das dem Ganzen auf jeden Fall nochmal ein Stück mehr Realismus einhaucht. Das Spiel selbst ist auf den Multiplayer fokussiert, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, also nicht offline spielbar. Und man kann zwar gerne seinen Solo-Part durchziehen, das heißt für sich alleine spielen, allerdings wird es unvermeidlich sein, auch andere Spieler zu treffen. Also komplette Gebiete, die nur für einen selbst sind, beziehungsweise die man solo bestreiten kann, genauso wie Quests oder Kampagnenmissionen, die man fernab von allen anderen Spielern macht, wird es nicht geben. Welche RPG- und MMO-Elemente gibt es in dem Spiel? Gerade das fragen sich doch wirklich viele, gerade
wenn man so einen Shooter hat, können das viele immer noch nicht so ganz miteinander vereinen, dass im Endeffekt so ein Spiel auch MMO-Elemente mit dabei hat. Deswegen habe ich die für euch nochmal ein bisschen zusammengetragen. Und zwar haben wir einmal das Charakter-Leveling-System, flexibles und auf Wiederholung basiertes Erlernen und Verbessern von Fähigkeiten. Das heißt, ihr erlernt oder verbessert eine Fähigkeit, indem ihr das immer mehr tut. Das heißt zum Beispiel, eure Heilerfähigkeit oder jemanden zu verbinden, verbessert ihr, indem ihr immer mehr verbindet. Das heißt, desto öfter ihr Leuten helft, die verbindet oder was auch immer erste Hilfe leistet, desto besser wird dadurch eure Fertigkeit. Wir haben unter anderem auch noch ein umfangreiches Quest-System, was natürlich in einem MMO überhaupt nicht fehlen darf. Und natürlich ein funktionierendes Wirtschaftssystem, und zwar indem wir Handel über Aktionen oder Flohmärkte treiben können. Was natürlich auch noch eine sehr interessante Frage war, auf die ich jetzt auch noch ein bisschen eingehen möchte, sind die Spielmodi. Welche Spielmodi wird Escape from Tarkov haben? Eine wird der Story Progression Mode sein, mit zeitlich begrenzten Szenarien, in denen man halt versucht, verschiedene Punkte oder Orte zu erreichen, um am Ende aus Tarkov zu entkommen. Der zweite Modus wird der Free Roam Modus sein, in dem man auf dem 16 Quadratkilometer großen Gebiet so ziemlich alles tun kann, was man möchte. Als dritten Modi haben sie genannt natürlich den Arena-Kampf mit 1 vs. 1, 2 vs. 2 etc. Da ist jetzt natürlich die Frage, bis wie viele Spieler nach oben hin machen die das auf? Das heißt, gibt es ein 8 vs. 8 oder was weiß ich nicht, wie viele Spieler man da gegeneinander antreten kann? Also bis jetzt habe ich schriftlich und wirklich auch von den Entwicklern nur schriftlich gelesen, bisher 1 vs. 1 und 2 vs. 2. Von daher bleibt mal abzuwarten, ob wir da vielleicht dann doch noch in größeren Gruppen gegeneinander antreten können. Natürlich habe ich aus dem Forum noch ein paar andere Informationen rausziehen können, die vielleicht ganz interessant für euch sind. Und damit das Video hier jetzt nicht allzu kurz wird, es wird zum Beispiel unterschiedliche Munitionstypen geben, wie ihr das kennt. Das heißt zum Beispiel Steel Cores für die 5,45x39 Munition. Oder, was einfacher und verständlicher ist, bei der Shotgun zum Beispiel mit Buckshot, Slugs oder Dragon's Breath etc. Also unterschiedliche Munitionstypen für eine einzelne Waffe mit unterschiedlichen Durchschlagskräften oder unterschiedlichen Eigenschaften. Was natürlich auch wieder gerade das ganze Waffensystem von Escape from Tarkov nochmal extrem vergrößert, wenn man ja alleine schon über die ganzen Mods und Attachments nachdenkt, die sie alle mit einführen werden. Jetzt auch noch unterschiedliche Munitionstypen, also die bewegen sich da echt in Gefilde des Hardcore-Realismus, wie sie es gerne anpreisen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die machen wirklich Nägel mit Köpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Hardcore, dann scheinen die das hier echt ernst zu nehmen, was mich auf jeden Fall massig interessiert. Es ist zwischendurch auch mal die Frage gefallen, wie das mit dem Sniper-Balancing laufen soll. Also, einmal um das ganz kurz zu erklären, was die Entwickler auch nochmal gesagt haben, ein großartiges Sniper-Balancing wird es nicht großartig geben, da einfach man zum Beispiel in diesen gewissen Missionen 2 Stunden hat, um bestimmte Ziele zu erfüllen. Und als Camper geht einem die Zeit halt einfach verloren. Er hat einfach nicht die Zeit, in diesen 2 Stunden mal eben schnell irgendwo abzucampen und auf Leute zu warten, weil im Endeffekt natürlich diese einzelnen Ziele zählen und diese muss er in einer gewissen Zeit abschließen. Und wenn er meint, er muss campen, dann campt er halt, erreicht gar nicht das, wofür er überhaupt in diese Mission reingeht. Ja, meine Freunde, das soll natürlich noch nicht alles an Informationen eigentlich gewesen sein. Ein zweites Video ist bereits bei mir in der Mache und zwar dreht sich dort alles um das Skillsystem von Escape from Tarkov. Dieses Video werde ich jetzt auch die Tage, vielleicht sogar schon morgen veröffentlichen, je nachdem wie schnell ich das schaffe, indem ich natürlich auf komplett die Skills eingehe und wie überhaupt das Skillsystem funktionieren soll, welche Skills es geben wird im Großen und Ganzen. Was das angeht, möchte ich euch halt natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ja, liebe Freunde, mit diesem Video soll es das dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video, also bei dem Video, wo es dann rund um das Skillsystem in Escape from Tarkov geht, auch dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst mir doch am besten einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und konstruktive Kritik natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.